Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen GTA Online Challenge. Heute mit allen außer Sebastian und es gibt wieder die Hitman Challenge. Bram ist Agent 4711. Ja, nur wurde 4711. Ich bin Agent 4711. Wurde beauftragt von einem, den Tipp, Hinweis kriegt er, einem Ehemann, der eifersüchtig ist. Und das Ziel spiele ich. Dazu gibt es gleich mehr Infos. Wie ich aussehe, wissen meine Bodyguards. Die mögen mich und wollen mich beschützen. Das sind Christian und Jonathan. Wir sind aber nicht im ständigen Kontakt. Ich lebe mein Leben. Der Hitman sucht mich. Meine Bodyguards versuchen mich zu retten. Niemand weiß, wo ich bin. So. Seid ihr alle ready? Ja. Ich bin hart ready. Also, ich den Tipp, ich starte links oben. Mega. Viel Spaß. Gucken wir uns mal an, ob wir jetzt irgendwie die geile alte Schnitte bekommen. Ich fahre mal mit dem Auto hier. Ich habe einen Pferdeschwanz und einen schwarzen Hoodie an. Ich renne gerade. Schwarzer, Glatze, Kette. Im Süden gestartet, ich laufe jetzt in der Mitte nach Norden. Anzug. Okay, Freunde, ja, ich bin die Caroline. Mein Mann und ich, wir hatten keine gute Zeit. Wir haben so einen Dry Spell, nennt sich das, ja. Und ich habe jetzt auch noch zusätzlich das Problem, dass ich durch mein ganzes Shopping echt ganz schön viel Kohle ausgegeben habe. Das heißt, ich muss ein bisschen Cash machen. Und das mache ich, indem ich meinen Körper verkaufe. Ne? Wie ihr seht, eindeutig bin ich ein Fan davon. Versuche ich hier, potenzielle Leute anzuheuern, die Lust haben, mich zu poppen gegen Geld. Erstmal Peter finden. Ja, erstmal Peter finden. Blond mit Schal und Zebraschal. Blond mit Schal und Zebraschal? Ja, das ist Peter. Zebraschal. Ja, genau. Ja, das Bild habe ich ja auch. Das ist vielleicht nicht hundertprozentig clever, das Schreck gegenüber von der Polizeistation zu machen. Aber ich dachte mir, das passt schon. Und da rennt jemand rum. Mal gucken. Da gibt es auf jeden Fall ja hier die besten Sachen in der Street. Ah, du stehst gerade an der Ampel da hinten rechts. Links gegenüber der Kreuzung stehe ich. Du läufst gerade rüber? Ja. Okay, genau der bin ich. Wieder jemand. Hey, möchtest du nicht? Hallo, ich bin Jünstich. Gönn dir. Sieht ein bisschen aus wie der GTA 3 Charakter. Mama braucht neues Paar Schuhe. Ich habe 15 Kreditkarten schon am Maximum. Aber naja. Da läuft einer. Da rennt einer. Peter nicht gesagt, der ist irgendwie ein eifersüchtiger Ehemann? Und ist ja, der Auftrag ist ein eifersüchtiger Ehemann. Ach so. Also deswegen... Bin gerade beim Juwelenhändler. Da Peter ich. Natürlich... Okay, Bram hat mich abgeknallt. Das ist belastend. $25 brauche ich schon für Mund-Action. Würde ich sagen. Oh mein Gott. Okay. Einer meiner Mates ist schon down. Weißt du doch, wie der aussah? Nö. Der hatte mit dem Scharfschützengewehr getroffen. Also den sehe ich nicht. Fuck. Ja, waren es nur noch zwei. So, das war gut. Okay, also er geht auf jeden Fall... scheinen die Leute... da vorne lang zu laufen. Ja, also irgendwie läuft das hier nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, muss ich leider sagen. Ich hätte schon ganz gerne Leute, die mir Geld geben dafür, dass sie mich nutzen dürfen in allen Wegen, die sie wollen. Diese Person da vorne ist maximal sus, finde ich, an dieser Stelle. Kompletto susso. Ich hab gesehen, wie da Blut spritzt, aber ich habe ihn nicht dann erkannt, wo er ist. Welche Möglichkeiten wäre? Mach ja genau, was ich einstellen darf, ist. Ich darf das hier machen. Ich weiß noch nicht genau, warum ich das tun sollte. Aber ich darf. Ja, ich gucke mir das jetzt auf der Map einfach an. Ich sehe eure Blips und Namen, wer da wo ist. Vielleicht muss ich mich mehr an andere anbandeln. Ja? Damit ich vielleicht die Kohle kriege. Müssen wir uns nochmal an Leute ranwagen. Darf ich hier einfach rübergehen? Ich sag mal ja. Aber wir sitzen hinten einer drin.
Naja. Also ich habe Peter noch nicht entdeckt, aber wenn er halt so eine, ne? Mhm. Der eifersüchtige Ehemann, dann tippe ich mal, dass Peter dann wohl irgendwo hier so im Shoppen ist. Wow. Deswegen hoffe ich mal, dass er shoppt. Mir ist ja auch egal, ob Männlein oder Weiblein. Das ist mir wurscht. Solange die Leute Kohle haben, nehme ich alles. Die stehen hier nur alle und einer läuft. Ist das Bram? Kann ich ja auch abknallen, ne? Den einen Typen, den mache ich da gleich mal richtig hardcore an. Wow, was ist da für Action? Stress! Also man kann sich so schon auf jeden Fall auf die Leute besser fokussieren. Vor allem kann ich da durch die Wände mitgucken. So zum Teil zumindest. Aber man darf ja als Bodyguard dann theoretisch auch laufen, wie man möchte, ne? Ja, ich bin auch umgerannt. Ich glaube, deswegen hat er mich auch gekillt. Ja. Okay, hey, Baby. Na, wie geht's dir? Alles klar bei dir? Würde ich gerne so ein bisschen... Guck mal, wie ich hier stehe. Sehe ich nicht gut aus? Ich kann mich noch an eine GTA... Mission erinnern, als wir hier hochklettern kannst aufs Gebäude. Ich versuche mal... Bisschen in Flagranti hier zu sein. Rumlaufen bringt, glaube ich, da nichts. Ich weiß zwar nicht, was in Flagranti heißt. Aber... Ah, Inkognito, meine ich, sag mal in Flagranti. Inkognito. Das ist unangenehm. Ja, komm her! Komm her, Baby! Let's go! Let's do something! Ach, ihr wart eben so nah beieinander, alle drei und... Ernsthaft? Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ja! Yeah! komm schon, ich brauch wirklich die Kohle. Komm schon, siehst du diesen Schal, den ich ohne hab? Den gab's auch nicht umsonst. Oh ja, yeah, guck, hier, mein gesamter Körper... Oh! Ich sehe ihn einfach auf dem Dach gegenüber, weil er nicht aufs Dach kommt. Hallo. Ja. Vielleicht kann ich mein Auto reparieren. Wäre der Obershit. Das merken wir uns mal für irgendwann. Vielleicht hat er nochmal eine wichtige Information. Ich weiß nicht, was Bram da gerade tut, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich hab... Hm? Ich glaube, ich hab Peter. Der ist da am Schäkern. Komm, ich muss noch einmal. Willst du wirklich nicht? Denk noch mal drüber nach. Guck noch mal genau was an, was du verpasst hier. Guck's dir im Detail an. Ich muss sagen, du bist enttäuschend. Du bist wirklich eine pure Enttäuschung für mich, leider. Es sieht aus wie Peter. Jetzt läuft er weiter. Ja, ich hab Peter. Na, guck mal an. Okay, Peter. Muss ich woanders hingehen? Scheiße. Okay, vielleicht will jemand anders meine Kohle haben. Komm ich hier runter, ohne dass ich auffalle und sterbe? Okay. Hier hoch. Hier runter. Oh ja, moin. Der geht ab. Okay. So, dann parken wir mal hier am Rand. So. Dann gucken wir uns das Ganze mal an. Jetzt runterspringen, oder? Das überlebe ich. Das überlebe ich. Easy. Möchte die Person vielleicht mich vögeln? Hier. So. Das war unauffällig. Ich werde so tot sein, wenn Bram hier ist. Ja, Peter, komm mir entgegen. Oh yeah. Wie ist denn das gewesen? War das jetzt Jay? Oder Moment, entweder das ist mein Bodyguard oder das ist der Hitman. Einer von den beiden ist das. Ich ändere das doch mal an. Das. Oh Gott. Peter sieht jetzt einen dicken schwarzen, roten Blutfleck auf dem Boden. Oh mein Gott. Nein! Ich hab ihn! Ich hab Peter geschützt und da ist Peter! Oh mein Gott!
gerade auf der Karte an und ich kann Alter. Einfach nichts dazu sagen, ne? Und ihr seid alle drei Alter. Nebeneinander. Ich hab einfach einen anderen umgebracht, weil ich den mit der Keule, mit der Schwamm. Wieso ist sie gerannt? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Wahrscheinlich vielleicht, weil ich vom Dach gefallen bin? Also. Wer, ganz wilde, ich habe eine ganz wilde Mission Impossible Mission gehabt gerade. Die kommt neben mir wirklich und auf einmal macht sie so einen Schritt und ich denke mir so, geil, dann lass ich doch nicht so mir vorbeilaufen, zieh die Sniper, dreh mich um und gib dir so ein schönes Handy und ich habe mich schon richtig gefreut und auf einmal so steht unten links nix und ich denke mir so, scheiße, und dann dreht sich Jay um. Alter, und ich panicke und hau dann einen mit meinem Pistolschaft auf den Kopf, töte ihn und dann dreh mich nicht erst, ey. Boah, also Bram, mit deinem Auto, ne, mit deinem Weinwood-Auto, du bist direkt neben mir geparkt und ja. Da links reingelaufen. Ich denke mir auch, weißt du. So, du bist die mit der Zigarette gewesen? Nee, keine Zigarette. Nee, ich bin einfach hinterhergelaufen. Ich habe so Nutten-Movements gemacht. Ah, okay. Ja, das habe ich gesehen. Ich bin oben aufs Dach gegangen und habe versucht, dich zu finden. Ja. Ich muss das ehrlich sagen, also Dachleute findet man relativ simpel mit dem Thermalen. Ah. Das ist interessant. Mich hast du nicht gefunden, immerhin. Dich habe ich jetzt nicht gefunden, aber ich war auch erst hinten bei dem Einkaufscenter. Aber okay, Jay, in dem Moment, wo du sagtest, boah, guck mal, ich habe Peter endlich gesehen, da unten ist Peter, der wurbelt da rum, kommt Bram angefahren und hält genau neben Peter und ich denke mir, okay, jetzt ist eh vorbei. Das habe ich nicht mitbekommen, ich dachte, der Bram läuft vielleicht auch schon rum oder so. Ich war, dachte mir so, okay, komm, gehst jetzt mal hier in Wein, hier am, wie heißt der Drive hier? Portlandel Drive, mal gucken. Ja. Naja, gut, machen wir noch eine. Ja, würde ich auch sagen, ne? War lustig. So, ihr habt meine Fotos. Alter, Peter, hast du mir ein Dickpick geschickt? Schick. Und Bram, du wurdest beauftragt von einem gegnerischen Gangmitglied. Okay. Wir haben gemeinsame Interessen. Gegnerisches. Also, der hat das Foto nicht, ne? Nee. Okay. Ich wollte schon einen Kommentar dazu machen, wie du aussiehst, aber dann geht das nicht. Okay, alles klar. Dann mach ich jetzt einfach. Mute, ja, Mute und sind alle ready? Ja. Warte, ich muss noch landen. Aber ja, wir können. Okay, dann die Action beginnt. Okay, ich bin Steven. Meine Eltern, die wohnen außerhalb der Stadt. Und die schicken mich hier hin, um ein bisschen Drogen zu vertecken. Ja, wir machen Meth außen in der Wüste. Und strecken das ein bisschen mit... Womit auch immer man das streckt. Mehl und so ein Shit. Jetzt bin ich hier. Komm gerade aus dem Emergency-Krankenhaus. Bin wohl leider verprügelt. Dabei habe ich eventuell von einer anderen Gang den Sohn vom Chef gekillt. Ja. Aber solche Sachen passieren. Okay, so. Ein gegnerisches Gangmitglied ist es also heute, was wir ausschalten müssen. Ja, es gibt hier ähnliche Interessen, wurde mir gesagt. Deswegen muss der Feind eliminiert werden. Gucken wir doch mal. Kann sein, dass der jetzt vielleicht einen Hitman auf mich angesetzt hat. Aber ich habe auch meine Buddies. Meine Buddies, die wollen mich schützen. Peter, von einem gegnerischen Gangmitglied, weißt du, von der Wasch-mich-Gang oder so. Also ich sehe ziemlich genauso aus. Ich habe ein orangenes Hemd und eine kurze Hose. Schwarze Glatze, diesmal beiger, komplett beiger Business-Anzug. Ich sehe einfach aus wie Hitman, nur in beige. Also werde ich mich jetzt hier an diese Straßenecke stellen. Und hoffen, dass ich ein bisschen Kohle verticken kann. Verstehst? Ja, bis zum Osten. Also ich bin jetzt, ich laufe mal Richtung Osten. Das ist nämlich ganz schön weit. Ich sehe Peter. Der steht hier bei mir an der Kreuzung einfach rum. Ah. Möchtest du was kaufen? Na scheiße. Du was kaufen? Nein. So, das finden wir schon noch an dieser Stelle. Gucken wir mal, wer ist er denn hier? Wo läuft denn er lang? Okay. Da steht er an der Kreuzung. Sassaboy. Sieht doch so unfassbar auffällig auf. Jede Gang kriegt Straßenecken. Man kann eine Straßenecke kontrollieren. Ich weiß nicht, wem diese Straßenecke gehört. Keine Ahnung. Jetzt ist meine. Ich laufe jetzt über die Straße, dann werde ich eine unflätige Geste machen. Was soll das denn? Wieso kann ich denn nicht hier... Ich komme hier nicht rüber, ohne Scheiß. Okay, gibt es zu der Dings. So, pass auf, das heißt, wir fahren jetzt einmal hier im Kreis. Fahren jetzt hier rechts. Mal gucken, ob der Dude da immer noch steht. Oh, ich hab das Gefühl, dass das vielleicht einer meiner Ey, willst du Drogen? Okay.
Wo bist du jetzt genau? Also ich komme jetzt gerade... Immer noch an diesem Windows-Fenster unten rechts. Ich bin gleich in der Kreuzung mitten im Windows-Fenster. Da laufe ich jetzt hin. Ja, genau. Da muss nur einen weiter. So, Ampel ist okay. Grün. Ich laufe jetzt auf Peter zu. Gibt's denn grün? Gibt's ja keine grüne Ampel! Peter bewegt sich... Wait, ist der das? Warte mal! Willst du Drogen? Hallo? Junger Mann. Ein paar Drogen vielleicht. Scheiße, ich muss mir das Foto nochmal angucken. Ich werde ihn jetzt rammen. Ja, der Typ, der ist von der Sussas. Ja, das ist der. Und ich glaube, Ram fährt wieder in einem Auto rum. Kann das sein, dass der das war? Ja, Ram, oder? Farbe? Ah, schwierig. Roter Ford GT. Ja, Peter latscht genau vor mir. Ich habe mir natürlich auch, also im Park werden ja auch Drogen verkauft, ne? Können wir auch in den Park stellen. Zu diesem Lebensstern. Machen wir das nochmal. Okay. Scheint ein Buddy von mir zu sein. War also Lebensstern. Das ist ein Krankenhausstern. Nee, das fällt nachher auf. Ich lauf mal weg. Der Typ ist doch so sass, Alter. Okay, die hat jetzt gehupt. Wegen der Person hier vorne. Gehen wir hier kurz rüber. Ich laufe jetzt auch südlich. Ich bin jetzt, wenn du da diese, das ist wie diese Gabel da, die in diesem unrechten... Alter, Peter, du kannst ja von Jaywalken-mäßig über die Straße gehen. Ich muss jetzt im Park Drogen verkaufen. Wir laufen ganz entspannt. Ja, der läuft... Ich sehe dich halt noch nicht. Wo bist du denn? Ja, ich lauf zu euch, glaube ich. Peter läuft einfach hier über die Straße. Wahrscheinlich wird sich einer meiner Buddies gerade mega aufregen. Oh, shit! Der ist jetzt auf so einer Verkehrsinsel. Alter, hier sind doch keine NPCs. Hier wird geschossen. Verkehrsinsel? Hier wird geschossen. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, shit! Flucht! Was ist hier gerade platt gefahren worden? Ja, Bram. Ja. Nice. Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin festgefahren worden. Ich hab den Orangen gesehen. Ich bin im Orangen echt so lange hinterhergefahren. Dann ist gerade die andere. Warst du bei einem roten Auto, oder? Nee, ich war in einem weißen mit Streifen, weißen, mit dem schwarzen Streifen. Genau, und dann ist der in einem orangen T-Shirt. Und dann ist halt gerade noch so eine Sekretärin über die Straße gelaufen. Das war der andere Bodyguard. Nee. Nicht? Oder? Weil, weiß ich nicht. Jay, was hast du an? Nee. Ich sag es noch nicht, vielleicht weiß so. Ich, vielleicht bin ich ja nicht enttarnt worden. Ah ja, vielleicht will Jay wechseln. Ja, okay. Achso, ja, okay. Weil der Müllwagen angefangen hat zu hupen. Ich war nicht in der Nähe, sagen wir mal so. Nee, Jay war noch ein bisschen entfernt. Okay, ja. Und dann habe ich Peter gesagt, ich drück halt einmal ab mit dem Schuss, dann überfahren die. Der Erste hätte sitzen müssen, Bram. Der Erste hätte sitzen müssen, aber... Aber weißt du, was mein Problem war? Ja, aus meinem Winkel bist du genau hinter dieser ganz dünnen Palme hier. Ja, das war auch mein Plan. Wirklich, aber ich so ganz minimal. Ich dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass dieser kleine 2 cm Baum mich jetzt hier gebumst hat. Na gut, aber ich glaube, ich war sehr auffällig, wa? Naja, ich habe dich erst gesehen, als du auf mich gezielt hast. Ich habe erst den Schuss gehört und hättest du den getroffen, hättest du gewonnen. Na gut. Dann, machen wir noch eine, würde ich sagen. Ja. Ging ja jetzt alles doch irgendwie ganz schön schnell. Runde 3. Ram wurde beauftragt, mich zu töten von einem hochrangigen Politiker, weil ich Dinge gesehen habe, die ich nicht hätte sehen sollen. Und das will er vertuschen. Alles klar. Meine Buddies versuchen, ihn davon abzuhalten und du musst mich finden. Viel Spaß. Meine Buddies? Also ich bin dem ganz sicher kein Buddy. Ich sehe aus wie eine Oma. Ich habe eine Handtasche. Geil, Alter. Ich bin immer noch derselbe beige Hitman. Und ihr Meth. Ich bin gerade voll im Meth-Fieber. Let's go. Okay, das klingt irgendwie falsch.
Und ich habe einen Ort gefunden vorhin. Ich habe jetzt wieder ein geiles Dach gefunden, wo ich mich jetzt. Dach? Mich jetzt, da wird Brandon mich aber vielleicht früh sehen. Ja, weil dann wird er mich sehen, dann ist das okay. Also vielleicht spielt er ja auch damit nicht. Ich bin jetzt da losgelaufen, wo wir eben aufgehört haben. Okay, also ich muss sagen, dieser Shit, der ballert richtig hart. Und ich find's ein bisschen assi, wenn Leute nicht abgeben, aber. Der Shit ist so gut! Zieh den Stoff rein, Junge! Oh, oh, noch so! Ja! Yeah. Also ich sehe gerade gar keine auf dem Platz. Kletter, 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 schneller, 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 schneller. So, wir gehen rein. Ein hochrangiger Politiker, den wir hier finden möchten an dieser Stelle. Das kriegen wir hin. Tennis Tourist, Welding, Yoga, ATM, Barrier. Bambin? Warte mal. Bambin könnte insane gut sein. Oh, das ist insane gut, das machen wir. Okay, wir suchen uns jetzt Müll und durchsuchen den. Jetzt bin ich auf dem Dach mitten auf dem Platz vom, also dieses ja, verschnörkelte Gebäude oder was? Keine Ahnung, das Riesending. Das links neben dem Windows-Fenster, was im Windows-Fenster ist. Bin eventuell gegen Hydranten gelaufen. Ja, Walk. Oh, ich brauche ein bisschen. Oh, scheiße, bin ich langsam. Oh Gott. Ich bin so unfassbar langsam. Oh, shit. Das dauert lange. Bitte überfahrt mich sofort nicht. Das könnte mich komplett schauen. No! Also, ich bin nicht im Gebiet. Fuck me. Ich muss nochmal rüber wieder. Genau, geradeaus im Gebiet rausgelaufen. Ist halt beschissen. Ist ja alles gefährlich, was ich mache. Ich muss hier auch mal ein bisschen mehr All-In gehen. Lol. Alter, ist hier gerade ein Schatten von einem Heli. Ich glaube, ich sehe Peter. Ja, ich sehe Peter. Peter ist im Nordosten des Gebietes, auf der Hauptstraße im Norden. Läuft gerade über die Straße. Oh mein Gott, es ist rot, Peter. Ist dem scheißegal, er hat abgeschlossen mit seinem Leben. Über der Sprühdose, wenn du dir unser Gebiet anguckst, ist der. Wir gehen hier über rot. Kurz gucken, ich bin in dieser Kurve. Das heißt, dann wird er mir vielleicht gleich entgegenkommen. Oh, scheint ein Buddy zu sein. Davon ist er gerade aus, als wenn so ein der orangene Wagen einfach gespawnt wäre. Naja. Oh ja, das fühle ich. Oh, ist das 10 von 10 gut. Perfekt. Wieso Süd, genau. Da steht er jetzt hier und macht Scheiße am Mülleimer. Wo bist du denn? Ich bin auf dem... Ich bin oben auf dem verschnörkelten Gebäude. Siehst du den? Noch Siehst nicht. Siehst du mich? Noch nicht. Beschütz mich, während ich im Müll wühle. Wo ist die Kräuterbutter? Find die Kräuterbutter? Ich muss mich noch ein bisschen weiter nach vorne stellen. Das ist noch nicht perfekt, würde ich sagen. Ja. Oh, scheiße. Ist es besser vielleicht? Ne, ist noch falsch. Scheiße. So vielleicht? Guck mal da, die stehen einfach in dem Ding drin. Ja, wahrscheinlich sehe ich das noch nicht. Rechts von euch, links von dir laufen gerade zwei Leute Richtung euch entgegen, oder? Ja, genau. Ja, okay. Ich stehe auf der anderen Straßenseite. Ja, genau. Die sehe ich noch nicht, aber Peter. Ich hoffe, Peter wird gleich die Straße noch weiter runtergehen, damit ich ihn sehe. Peter sucht gerade Kräuterbutter. Moment, der läuft jetzt den... Doch, wir kommen dir entgegen. Nee, wir kommen dir entgegen. Okay, dann bleib ich hier. Der hat sich entschuldigt, der sucht nochmal Kräuterbutter. Peter, ich kann dir, glaube ich, nicht runterspringen, ohne zu sterben. Ich muss ja mal. Komm, hier ist vielleicht ein bisschen Meth drin. Komm schon, gönn mir mal ein bisschen Meth, bitte. Oh Gott! Mit dem Kopf gelandet wieder. Wie mach ich denn nochmal Gießen? Ganz unauffällig. Überhaupt? Jetzt kommt euch ein Müllauto entgegen, ja, richtig? Ja. Zum zweiten Mal hier schon. Bisher auch noch nicht. Die einzelnen stehenden Menschen, die ich bis jetzt hatte, waren die, die da oben waren. Ich muss sagen, mein Bodyguard da vorne ist ganz schön obvious. Okay, wo ist Peter? Hinter mir. Ah, da. Ein Zombie. Ach du Scheiße, Alter. Das bin ich, ja. Da vorne ist noch ein Mülleimer. Der sieht sexy aus, der Mülleimer. Ist das mein anderer Bodyguard? Das ist mein anderer Bodyguard. Boah, Alter. Hier ist das Medical Center jetzt von der anderen Seite. War niemand. Und da hinten sind sie dann alle. Da ist er. Dass Peter einfach
abgehauen. Ja, wie machen wir denn das jetzt unauffällig? Jetzt hat er den Müll umgeschubst, oh Peter. Peter sucht wieder, ey. Ja, aber ja, vor allen Dingen eine Tonne, die umgefallen ist. Nee, bei mir ist die nicht umgefallen. Bei mir ist die umgefallen. Ja, erstmal wieder gucken, ob da was drin ist, ne? Ja, auch ganz wichtig hier. Mit meinen beiden Bodyguards hier. Ja, aber ganz tief reingucken in die Luzi. Ich hab keine Ahnung bisher. Gute Frage. Ich hab eine Idee. Soll man Peter einfach mal verarschen? Soll ich mal rumballern? Was machst du denn da? Ja, wirst du sehen. Ist das der Bait? Vielleicht ist das der Bait. Da kommt. Oh, der da hinten sieht auch sass aus, muss ich sagen. Du willst erschossen werden. Das ist richtig. Er hat mich opfern für gegen Bram. Oh Gott. Aber wenn er um Dach steht und dich killt und ich nicht sehe, von wo der Schuss kommt. Ja, der trifft mich eh nicht. Aber der durchsucht auch jeden Mülleimer. Ja, unfassbar. So, haben wir getroffen. Jawohl. Ah. Oh. Das war schon ein bisschen obvious. Aber er hat mich einfach auch nicht gesehen. Wo ist Peter? Da ist er. Oh. Wieder ist er. Nee, ich hab nichts gemacht. Wo hast du den gesehen? Wo war der? A, aus Versehen eine AK gezogen. B, ist Peter gerade von einem Auto fast platt gefahren worden, was hier einfach über den Bürgersteig gefahren ist, aber das war scheinbar ein NPC. Ich habe aber nicht geschossen. Oh mein Gott. Als ob. Okay, pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Wir fahren immer recht kurz raus. Denn hier den Dings ab. Die drei hier vorne waren doch schon ganz schön sass, oder nicht? Da kam einfach so ein Supersportwagen, ist einmal kurz hier über den... Das war doch Bram. Das war 100 Pro Bram. Das kann ich dir nicht sagen. Der ist halt hier voll über den Bürgersteig geschrappt, als hätte der kurz auf die Map geguckt und ist dann weitergefahren. Das wäre ein bisschen funny, wenn er das gewesen wäre. Drehen sich auch alle nicht. Das ist alles schrecklich. Kann ich hier reingucken? Das war ich da ein bisschen ungesehen. Ich hab den Typen, der hier steht, genau im Auge. Wenn du die Waffe ziehst, kriegst du einen Kopfschuss. Alter, Peter, was machst du da? Arbeitet der Hydranten da rum, oder was? Peter, nein! Komm hier rüber! Ja, der geht doch einfach über die Straße. Der ist ein bisschen verwirrt, der Junge. Einfach mal drüber. Einfach mal laufen. Jetzt wirklich. Da, der geht schon wieder über die Rot. Oh. Alter. Oder ist überhaupt rot? Weiß ich gerade gar nicht. Ja, bestimmt. Das Zebrastreifen. Ja, aber hier ist so eine Ampel. Hier aber auch nicht, wa? Ne, es sieht halt nicht so aus. Bleib mal einfach hier in der Menschenmenge stehen. Ist doch noch weiter zu gucken. Ja, Peter, komm zu mir. Ja, yeah, he's coming. Aber lassen alles. Die sehen alle so aus, die können alle auch irgendwie so ein geiler, schmieriger Politiker sein. Hallo. Aber es ist unglaublich, ich weiß nicht, wo er ist. Muss mal die Dächer angucken. Warte mal, du stehst da in der Menschenmenge? Ja. Bin die Glatze. Der Typ da hinten links, den habe ich schon mal gesehen auf der anderen Straße. Ist sich gerade einfach umgedreht? Aber er schießt! Oben, oh. Schwarz! Oben? Nein! Oben, da ist schwarz. Er hat die Waffe, Bram hat die Waffe gezückt. Oder? Warte, ich hab keine Idee. Was war das denn nochmal? Ist das vielleicht ein bisschen obvious für Bram? Alter, hab ich den Falschen. Hab wieder den Falschen abgeschossen! Ich hab aus Versehen die Waffe gezogen. Ja, das hab ich gemerkt, Bram! Das hab ich gemerkt! Und dann dachte ich mir so, okay, aber ist da nichts passiert? Dann kann ich ja noch. War der doch der Kaffeetrinker? Bram, war der Typ, wo du gesagt hast, den hab ich schon mal gesehen. Das ist der Kaffeetrinker. Achso, nee. Der mit dem Anzug! Nee, ich bin hier der. Ich bin Lester Crest. Der Typ, der so komisch. Gelaufen ist! Nee, den habe ich nicht gesehen. Achso, okay. Ich meine, Lester würdest du ja sofort erkennen. Der läuft ja hier nicht rum. Als ob Lester so läuft. Ja, der hat eine Krücke eigentlich.
Aber geil. Gewesen. Also, ich muss sagen, meine Bodyguards, guten Job gemacht. Absolut. Ja? Also ich muss sagen, zu finden ist immer schwierig, ey. Diesmal euch zu finden, fand ich, also die letzte Runde vielleicht 10 von 10 schwer. Ja, ich bin die ganze Zeit von Mülleimer zu Mülleimer gelaufen und hab da drin gewühlt. Mhm. Ja, das hat man gemerkt. Hast du Kräuterbutterwegs gefunden, Peter? Ja, hab ich. die sind auch umgefallen. Also deswegen, wir waren noch nicht so nah dran an Peter, der war ja oben rechts. Und da musste man ein bisschen hinsprinten, das war ein bisschen gefährlicher. Ja, aber hat geklappt. Das war eine lustige GT Online Challenge. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Bis dahin. Haut rein. Tschüss. Ja.